Ich finde es interessant, so die Steine Des Anstiegs haben wir es geschafft, aber wir sind trotzdem erst bei, ob das eine Almhütte ist, die vielleicht was zu verkaufen hat oder wie auch immer. Ein Kaffee wäre nicht schlecht. Hallo miteinander, wir sind gerade auf dem Weg zum Hallberg-Moos-Parkplatz. Die Strecke hier hoch ist wirklich sehr abenteuerlustig, aber wunderschön. Wir haben schon gefragt, ob es für Autos freigegeben ist, aber die österreichische schöne Idylle hier, die hat eben sehr abenteuerlich gedreht. Wir sind direkt auf dem Weg und zum Parkplätzle. Schaut es euch an. Überlegt euch gut, mit welchem Auto ihr hochfahrt. Also alles, was zu tief gelegt ist. No way. So. Hallo zusammen. Ja, grüß Gott vom Salzburger Almweg. Genau. Heute haben wir ja Tag 3 von unserem Urlaub. Wir sind in Hüttschlag und laufen jetzt in eine 3-Almen-Tour. Der höchste Punkt liegt so bei ca. 2200 Meter. Es regnet heute ganz, ganz leicht. Mal schauen, ob es noch ein bisschen besser wird. Ja, das wird jetzt eine sehr anstrengende Tour. Also wird auch mit schwer bewertet. Wir lassen uns mal überraschen. 12,5 Kilometer hat die Tour und es 1000 geht schon Höhenmeter, ordentlich nach oben. Genau, 1000 Höhenmeter ungefähr. Wir verlinken euch die Tour wieder unten in das Videokommentar mit rein. Ja, lasst euch überraschen. Bis später. Bis nachher. Kleines Update. Wir haben jetzt ungefähr 500 Meter Weg hinter uns. Ist aber nur ein kleiner Trost. Insgesamt 5 Kilometer Anstieg. Wir haben jetzt 1400, also wir sind jetzt auf 1400 Meter Höhe und wir müssen auf 2200. Boah. Seid ihr froh, dass ihr das nicht jetzt gerade in dem Moment nicht hochlaufen müsst? Bis später. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ein kleines Flüssle. So, jetzt merkt man langsam, dass es ein bisschen gerölliger wird, dass wir höher kommen. Und sieht dann so aus. Ja. Ich finde interessant, so die Steine, wie das so schimmert. Schreibt doch mal in die Kommentare, was das für eine Steinart ist. Vielleicht wisst ihr das ja. So, die runde Hälfte des Anstiegs haben wir es geschafft, aber wir sind trotzdem erst bei 1600 Meter. Wir haben noch mal 500 Meter Höhenmeter vor uns. So langsam haben wir auch bald die Baumgrenze erreicht. Ja, und dann mal schauen, ob es oben drüber immer noch so neblig ist oder ob wir da vielleicht sogar freie Sicht haben. Ich bin gespannt. Hier mitten über dem Wanderpfad fließt ein Bächle entlang. Einfach herrlich. Sieht irgendwie total urig aus, die Hütte. Aber ich glaube, da ist niemand mehr. Oder die hat der Schäfer vielleicht, wenn er im Frühjahr oder so
seine Tiere hier oben hat. Und da hat es hier auch eine Seilbahn. Vermutlich kriegt derjenige, dem die Hütte hier gehört, seine Lebensmittel hier hoch. Oder auch anderes Baumaterial oder wie auch immer. Jetzt sehen wir hier immer wieder diese schönen Blümchen. Sagt uns, wie heißen die? Wer weiß, das schreibt es unten in die Kommentare. Wohin das Auge reicht, überall Kräuter, Blumen, Sträucher, echt schön hier. Hier merkt man einfach die Höhe, auf der wir gerade laufen. Die Landschaft sieht einfach komplett anders aus als bei uns. Und da hinten sieht man den ersten schneebedeckten Berg. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Vielleicht kann ich das später mal ranzoomen. Da sind die ersten Kühe. Und hier oben da auch. Schuhe sind wieder sauber von dem Matschbad von vorhin. Perfekt sauber. Bis zur nächsten Matschschule. Ja, ist so eine wahre Drecksau-Wanderung, darf man das sagen, aber es ist echt cool. Jetzt haben wir die Kühe sogar direkt bei uns in der Nähe. Aber sind sehr friedlich. Und da oben ist das Gipfelkreuz. Das erste, was wir, glaube ich, erreichen werden. Ich freue mich, wenn wir oben sind. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Also schaut euch mal diese mega Aussicht an. Das ist absolut gigantisch. Das müsst ihr echt mal sehen. Kreuzeck, 2200 Meter. Cool. An den Bergen um uns herum hat es teilweise Schnee. Hier regnet es zum Glück noch nur. Aber mehr wie 0 Grad haben wir hier nicht. Ja, Handschuhe im August. Also wer hier kommt, im November hochzugehen. Ja. Das ist ein schönes Schauspiel, wie sich die Wolken so langsam über den Kamm hochschieben. Sieht toll aus. Da unten, das sieht vielleicht jetzt nicht wegen Nebel, da ist eine Hütte. Und ich glaube, das ist eine der allen Hütten, die wo man Vesper kriegen kann. Schau mal, ob die überhaupt offen haben.
So, jetzt haben wir noch 1,5 Stunden bis zum Auto. Nicht mehr lang, das ziehen wir jetzt noch vollends durch. Und genau, vor dem Auto wird es jetzt das letzte Mal sein, dass wir uns noch mal kurz melden. Ich wollte euch hier noch mal geschwind die Aussicht zeigen, die wir hier haben. Ist ja herrlich, oder?